Jo, wir haben uns heute was überlegt, und zwar Projektarbeit, Mathe ist ein Thema. Wozu überhaupt? Wie kann man es am leichtesten verstehen und so weiter? Das sind unsere Themen. Wenn es hier irgendwelche Fragen gibt, ich demonstriere mal, dann mache ich das so, dann halte ich das Video kurz an. Okay, wir fangen also an. Mathe, wozu? Wir müssen uns mal in Gedanken in eine Rakete gesetzt haben, und zwar die Rakete, wir sind jetzt Marsmenschen. Wir gucken hier raus, kommen auf die Erde, sind irgendwo gelandet. Wir sind ganz klein, wie eine versteckte Kamera. Wir wissen sowieso nicht, wie Lebensformen aussehen. Und wir gucken gerade zu, wie da so ein Verrückter vor lauter anderen verrückten Erdlingen sitzt und hier an diese grüne Tafel lauter Kram schreibt und so weiter und so fort. Wir haben schon ein bisschen als Marsianer schon ein bisschen geguckt und haben gesehen, dass es zum Beispiel beim Bäcker so ganz komisch geformtes Gebäck gibt hier. Wir wissen zwar nicht, was die damit machen. Die scheinen es in den Mund zu schieben und so weiter. Nennt sich vielleicht, was haben wir übersetzt, heißt das bei uns auch Brezel? Naja, gut, egal. Und jetzt schreibt doch da tatsächlich so ein Kerl dran, Brezel, und dann macht er ein Kreuz. Ich kann ja nicht mal ein richtiges Kreuz machen. Auf den Kirchen oben drauf auf dem Dach haben die so ein Kreuz. Der macht so ein komisches Kreuz. Mei, 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 mei. Ist das nicht furchtbar? Und dann. Was soll denn das? Wir haben letztens einen alten Erdenbürger gesehen, der hatte so einen Krückstock und hat sich darauf gestützt. Und also die können ja nicht mal richtig malen. Was die beiden Striche da bedeuten sollen, das wissen wir auch nicht. Und jetzt kommt das Schlimmste. Jetzt ist die Brezel auch noch kaputt. Was machen wir Menschen aber draus? Das ist gedankliche Höchstleistung. Wir dürfen nicht vergessen, das hier und das. Und, das sind unsere Kurzzeichen. Die könnten folgenden Sachverhalt beinhalten: 8 Flaschen Cola und dazu noch eine Flasche Cola ergeben 9 Flaschen Cola. Oder 8 Kilo Mehl und 1 Kilo Mehl ergibt 9 Kilo Mehl. Oder 8 Euro plus 1 Euro ergibt 9 Euro. Das heißt, wir haben uns hier eine Kurzschrift entwickelt, mit der wir Dinge abstrahieren. Abstrahieren heißt verallgemeinern. Wir denken abstrakt, das heißt ganz allgemein, und können damit mit dieser Kurzschrift ganz allgemeine Dinge darstellen, die wir dann wieder im Speziellen klar machen. Heißt aber, dass wenn wir solche gefürchteten Worte wie Textaufgabe 10-mal durchlesen und die immer noch schneller durchlesen und noch schneller durchlesen, wir das nicht verstehen, wenn wir das nicht in so eine Kurzschrift überführen. Das ist das Spannende daran. Sagte es schon vorhin, Mathe ist nicht dazu da, damit man im Supermarkt nicht übers Ohr gehauen wird, sondern Mathe bedeutet Abstraktion, das heißt Verallgemeinerung von komplizierten, hier geht er noch, dieser Sachverhalt, von komplizierten Sachverhalten in ganz allgemeine Dinge. Und dafür haben wir diese Kurzschrift entwickelt. Das heißt nicht Kirchenkreuz, das heißt auch nicht Brezel, kaputte Brezel oder Krückstock und so weiter. Das ist es alles nicht. Sondern das ist Verallgemeinern von komplizierten Zusammenhängen. Noch was, unser Gehirn besteht aus Gehirnzellen. Eine Zelle kennt jeder, die hat ein Zellmembran, Zellplasma und da drin ist ein Zellkern. Gehirnzellen sehen etwas anders aus. Ich deute mal gleich ein paar Zellen an. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Und zwar, Gehirnzellen haben so Auswüchse, sogenannte Dendriten, überall. Und diese Auswüchse, die verbinden sich mit anderen Auswüchsen anderer Gehirnzellen. Ich halte mal kurz an und skizziere mal zu Ende. Weiter geht's. Und diese Dendriten, also diese Auswüchse der Zellen, die verbinden sich. Die verbinden sich. Und wenn sie sich dauerhaft verbunden haben, dann entsteht daraus Wissen. Wissen, ganz viel Wissen heißt aber, dass man dieses Wissen kombinieren kann. Also diese Verbindungen hier, die können sonst wohin gehen. Das muss nicht zur Nachbarzelle sein, das kann auch ganz quer rüber, über alle Zellen sein und so weiter und so fort. Und diese roten Linien, das sind diese Gedanken, Moment, das sind diese Verbindungen, die letzten Endes unseren Speicher darstellen. Das sind die eigentlich gespeicherten Informationen. Und wenn man diese hier, diese roten Linien, wenn man die entsprechend nochmal abfahren kann und nochmal nachvollziehen kann, dann nennt man das Denken. Das war jetzt mal ganz locker dargestellt. Also das Rote ist das Wissen, das andere, das Blaue und Schwarze sind die
Das Schwarze sind die Speicherbausteine und die Verbindungen dazu, diese Dendriten, die kann man sozusagen als noch nicht ganz feste Brücken bezeichnen. Noch ein Problem. Diese Dendriten, die haben sogenannte Synapsen. Das sind wie eine Art Stempel. Und wenn diese Dendriten aufeinander zuwachsen, dann fangen diese Synapsen schon mal an, das geht über Elektrochemie, Informationen auszutauschen. Je näher die zusammen sind, kann man sich vorstellen, umso besser ist es. Umso sicherer ist die Verbindung. Und diese synaptischen Verbindungen, sagt man dazu, die wachsen dann komplett zusammen, wenn man sich das Wissen mehrmals durchdacht hat und öfters angeeignet hat, durch Wiederholung. Jetzt kommt gleich noch ein lustiger Zusammenhang. Wenn ich heute etwas gehört habe, dann ist heute der richtige Tag, das Gelernte nochmals zu wiederholen, weil diese synaptischen Verbindungen noch nicht ganz fest sind. Wenn ich damit lange warte und sage, na, nächste Woche brauche ich den Stoff erst wieder, dann gehen diese synaptischen Verbindungen wieder teilweise, meistens sogar ganz auseinander, das ist vergessen und ich fange wieder von ganz vorne an. Das ist das Problem. Das heißt also, was wir in Mathe machen, ist, solche Denkbahnen zu schaffen. Und je mehr ich davon habe, umso schneller bin ich. Das kann man trainieren. Denken kann man trainieren. Und genau das ist der Trick. Jetzt kommt noch eine kleine Geschichte. Ich hatte mal, oder ich habe eine Klassenkameradin nach einem Klassentreffen, hieß es, und, wo arbeitest du? Ja, ich bin dies, ich bin das, ich bin das. Ich bin Sekretärin. Naja, da haben wir alle ein bisschen komisch geguckt. Mit Abitur haben wir gesagt, naja, gut. Aber ich hatte diese, Gisela hieß sie, ich hatte sie mal besucht auf ihrer Arbeitsstelle und da hat sich Folgendes abgespielt. Sie bat mich Platz zu nehmen, weil der Chef, mit dem ich eigentlich einen Termin hatte, weil der Chef noch was zu tun hatte und ich habe gewartet und sie tippte in aller Ruhe da einen Text ein und teilweise unterhielt sie sich mit mir. Auf einmal klingelte das Telefon und Gisela griff ruhig zum Hörer. Ihr Tonbandgerät hat sie kurz angehalten, damit sie dann weiterschreiben konnte. Sagte kurz ja, gut, mache ich, alles klar. Rief dann hintereinander Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, alles Mögliche an, das war ein Chemiebetrieb, und erwähnte mir gegenüber, es gab einen kleinen Unfall. Es brennt, aber das kriegen die schon in den Griff und ich mache mal sicherheitshalber weiter. So, und als alles informiert war, dann machte sie in aller Ruhe weiter, schrieb auf ihrer Schreibmaschine, damals noch eine Schreibmaschine, dann klingelte das Telefon wieder, sie sprach in Englisch, sie sprach in Italienisch und das alles in eiskalter Ruhe. Eins weiß ich aber, Gisela war damals schon Mathe-Ass. Verrückt, ne? Also Gisela hatte diese synaptischen Verbindungen ganz ausgezeichnet trainiert und die Frau konnte nichts erschüttern. Die hat das alles in eiskalter Ruhe erledigt. Gut, das bis dahin. Lasst uns jetzt mal drüber diskutieren. Über Mathe nochmal. Ja, schöne Diskussion. Nochmal was zu den Dendriten. Wenn wir überlegen, dass wir eigentlich 10 Milliarden Gehirnzellen haben. Gehirnzellen. Ich vergleiche das mal anders. Ich mache mal 10 Milliarden, mache ich mal so. 10, und jetzt 1, 2, 3, 10.000, 10 Millionen, 10 Milliarden. Achtung, in Blau. Wenn ich sage, bis hierher sind 1000 Byte, also 1000 Byte. Nee, ich mache es noch schlimmer. Bit. Das wäre durch 8, das ist nämlich noch schlimmer. Bit. 1000 Bit. Dann ist das ein Kilobit, ne, 1000. Ein Megabit. Jetzt kommt ein Gigabit, ne? Also hätten wir 10 Giga, ich schreibe es mal aus, Gigabit. Ein Bit kann aber nur ja oder nein. Typisch beim Computer ist, dass ich 8 Bit zu einem Byte zusammenfasse. Also kann ich hier rund durch 8, also rund durch 10 nochmal teilen. Da hätte ich ja bloß 1 Gigabyte an Hauptspeicher hier oben in der Rübe. Das ist gar nichts. 1 Gigabyte, mein Gott. Was haben heutige Computer schon an? Ich schreibe mal schnell 2014. So 4 Gigabyte hat dieses Ding schon hier. Dieser einfache Laptop hier. Und der ist schon, na, 4 Jahre alt, glaube ich. Der hat 4 Gigabyte Hauptspeicher. Der ist also schlauer als ein Mensch. Vorsichtig. Beim Computer kann man nur ja oder nein, an oder aus, leuchtet, nicht leuchtet oder Spannung da, Spannung weg oder sonst was daraus machen. Hier kommt der Trick. Erstens,
kann ich viele, viele, viele und nachwachsende Dendriten pro Gehirnzelle nehmen. Und zweitens können die sich untereinander noch querverbinden. Das ist hier nicht ganz so leicht möglich. Das heißt also, ein Computer ist auf keinen Fall schlauer. Und wenn ich dem, Terabyte einpflanzen würde, einen Hauptspeicher, er ist nicht schlauer als ein Mensch. Ein Computer kann seine Informationen, die er hat, die er gespeichert hat, die kann er verknüpfen. Ja, aber nicht so beliebig wie wir. Ich kann ihm auch sagen, du musst was vergessen. Ja, macht er auch gerne, gar kein Problem. Und trotzdem kann er nicht kreativ, das heißt etwas Neues schaffend denken. Na gut. Noch was zu Mathe. Das heißt, Mathematik ist eigentlich nur, ich schreibe es kurz aus, Mathe ist Denken trainieren. Mehr nicht. Und das ist der Trick. Das heißt, wenn ich solche Datenautobahnen, diese roten, geschaffen habe, dann bin ich in der Lage, die auch zu nutzen für andere Prozesse, für andere Fächer, für andere Sachverhalte und so weiter. Das ist der Trick an Mathe. Deswegen lernen wir Mathe, damit wir in anderen Fächern besser zurechtkommen. Natürlich, wir können Mathe mit Physik, mit Chemie, mit Bio, mit allem Möglichen verknüpfen. Mit dem täglichen Leben. Machen wir dann auch noch. Das wird auch noch Gegenstand der Sache sein. Aber ich schließe das Video an der Stelle erstmal ab.